Ende letzter Woche erreichten uns zwei Meldungen aus Reichenbach. In der ersten ging es um das Bürgerfest der Stadt. Das wird in diesem Jahr leider ausfallen. Doch es gab auch etwas Positives. Fast zeitgleich mit den Neuregelungen in Sachen Spielplatzbenutzung wurde am vergangenen Freitagmittag in Mühlau ein neuer Spielplatz eingeweiht. Oberbürgermeister Raphael Kürzinger übergab das Areal Ortsvorsteherin Gisela Weck. Mit vereinten Kräften beräumten sie die Absperrung. Okay. Achtung. Dass ihnen das Spaß machte, war offensichtlich. Denn auch Frau Weck und Herr Kürzinger freuen sich über Termine, die mehr oder weniger Corona-frei sind. Wir haben den Spielplatz an der Weidenbucher Straße eröffnet, der von der Stadtverwaltung Reichenbach neu hergestellt worden ist mit neuen Spielgeräten in einem Umfang von ca. 10.000 Euro. Und ich hoffe, dass die Kinder sich in Mühlau darüber freuen und diesen Spielplatz recht viel nutzen und viel Freude drauf haben. Der Spielplatz ist für Kinder bis 14 Jahren konzipiert, doch auch die Erwachsenen wurden nicht vergessen. Es sind zwei Schaukeln vorhanden, es ist ein kombiniertes Klettergerüst vorhanden, es ist ein Sandkasten vorhanden und es ist natürlich auch an die Eltern gedacht worden, dass die Eltern sich geschützt unter einer Art Rehraufe setzen können und ihre kleinen Lieblinge beobachten können, dass es keine chaotischen Zustände gibt und in Corona-Zeiten darauf achten, dass sie Abstand halten und dass sie ihre Kinder gut beobachten können und auch geschützt sind. Selbstverständlich ist der Spielplatz vom TÜV abgenommen und wie bereits gesagt, ist er altersmäßig begrenzt für Kinder bis 14 Jahre. Für ein anlassgerechtes Pressebild bzw. Video wurde eine einmalige Ausnahme gemacht und etwas derartiges sieht man bestimmt so schnell nicht wieder. Du stehst, bleib dort stehen. So, und los geht's. Hey! Das muss ein Bild, ja. Das ist ein Bild. Kommt ihr noch mal runter. Ja, super.